Das Thema des heutigen Videos ist die Aufnahme eines Instrumentes mit mehr als einem Mikrofon. Der Tontechniker spricht dann meistens davor oder der Recording-Engineer spricht davon, dass man bei den aufgenommenen Signalen dann die Phasenlage überprüfen soll der Signale. Wie das genau aussieht, so eine Phasenlage, das zeige ich dir gleich mal hier am Beispiel in der DAW. Vorher möchte ich dir beim Beispiel einer Snare Drum mal zeigen, was genau zwischen diesen beiden Mikrofonen passiert. Stellen wir uns mal vor, hier zwischen wäre eine Snare oben Mikrofon oder Snare Top und Snare Bottom, Snare unten Mikrofon. Und wenn jetzt hier zwischen die Snare angeschlagen wird, dann entsteht eine Schallwelle, die von beiden Mikrofonen aufgenommen wird. Aber du siehst schon, dass die dann gegenläufig hier aufgenommen wird. Ne? Schwingt hier die passive Masse, also die bewegliche Masse hier nach vom Mikro aus gesehen nach oben, schwingt sie hier vom Mikro aus gesehen nach unten. Und so entsteht eine gegenläufige Welle, die jeweils unterschiedlich aufgezeichnet wird. Und am Beispiel angeschaut, hier in der DAW, ich zoome mal rein, sieht das so aus. Wir haben hier die Welle von einer Snare, die ich gerade mal aufgenommen habe. Und wenn du hier mal genau guckst, wo ich meinen Cursor hier platziere, dann siehst du, dass hier die Wellen gegenläufig sind. Oben, also bei dem Mikrofon oberhalb der Snare, läuft die Welle nach oben weg und bei dem Snare-Mikro nach unten läuft sie nach unten weg. Das gleiche hier an der nächsten Stelle hier, da zoome ich auch nochmal rein, siehst du es genau, bei dem oberen Mikrofon läuft die Welle untenrum weg und bei dem unteren Mikrofon läuft sie obenrum weg. Das ist ein bisschen kompliziert, das auseinanderzuhalten. Ne? Aber wir sehen gegenläufige Wellen und dementsprechend finden da an der Stelle Auslöschungen im Sound statt, die vor allem im Bassbereich sind, die aber auch im höheren Frequenzbereich sein können. Da spricht man im höheren Frequenzbereich von Kammfiltereffekten, im unteren Bereich einfach von Phasenauslöschung. Und das sorgt dafür, dass die Snare ein bisschen dünn klingen kann. Wir hören mal rein, wie sie im Moment klingt. Ich zoome mal wieder raus so und dann hören wir mal, was hier Ambach ist. Erstmal eine ganz normale Snare, aber vielleicht ein bisschen wenig Fund untenrum. Jetzt haben wir ja herausgefunden, dass die Phasenlage gegenläufig ist. Wir rechnen also mit einer Auslöschung. Ich habe jetzt mal hier in diesen unteren, in das Snare Bottom, habe ich ein kleines Plugin reingeladen, was bei Logic mitgeliefert ist. Und das nennt sich das Gain Plugin. Bei Studio One heißt das Mix Tool. Man kann mit diesem Plugin vor allem zwei Sachen machen. Man kann einmal den Pegel ändern, was wir jetzt hier nicht brauchen, oder man kann die Phase umdrehen. Das heißt, wenn ich beim unteren Mikrofon jetzt die Phase, die ja eigentlich gegenläufig ist, umdrehe, das mache ich jetzt mal, ich klicke hier mal drauf, bupp, dann müsste sie ja in Phase sein. Das heißt, der Sound müsste sich auch dramatisch ändern. Und wir probieren das nochmal aus. Ich stelle das nochmal aus. Ja, das reimt sich ja schon fast, wenn es nicht gleich wäre. Ne? Also wir hören mal rein, wie die Snare ohne klingt. Normale Snare. Ich mach's mal an. Bupp. Die Snare kriegt deutlich mehr Bottom unten rum, also mehr Druck, mehr Körper und wirkt auch druckvoller bei der ganzen Geschichte. Das heißt, die reine Änderung der Phasenlage vom unteren Mikrofon hat schon dazu geführt, dass hier der Sound sich dramatisch geändert hat. Wenn du eine dünne Snare haben willst, lass die Finger vom Phasenschalter. Wenn du aber eine fettere Snare haben willst, dann bist du mit dem Phasenschalter genau richtig aufgestellt. Wichtig ist aber, dass das nicht nur eben für Snare Drums gilt, sondern eben für alle Instrumente, wo du mindestens zwei Mikrofone oder mehrere aufstellst. Denn manchmal hat man zwei unterschiedliche Mikrofone. Das eine hat eine andere Phasenlage bei der Aufnahme als das andere oder die Abstände zwischen den beiden Mikrofonen stimmen nicht, dass dann dabei Auslöschungen stattfinden können. Probier also auf jeden Fall aus, wie sich das Ändern der Phase bei einem der beiden Mikrofone auswirkt. Nicht bei beiden, dann hast du ja wieder das gleiche Ergebnis, sondern nur bei einem ändern. Und dann kannst du mal hören, wie sich der Sound verändert und hoffentlich natürlich zum Besseren. Ne? Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!